Hallo und herzlich willkommen, Leute. Double Up mit Pücki. Es sind die Double Up Weeks. Bin ja am gesund werden und danach Urlaub haben. Das heißt, wir ballern richtig schön Content. Ja, wird schön. Ne? Es wird wunderschön. Wie geht's dir denn, Pücki? Mir geht's ganz toll. Ich habe einen super, eine super To-Do-List. Umziehen muss ich soon. Hast du schon gekündigt? Nee. Muss ja, erstmal umziehen. Ich muss erstmal eine Wohnung besichtigen. Da wäre doch schon mal was. Ja. Es ist auf der To-Do-List. Dann Season Start, ne? Ist ja auch ganz toll. Ja, ich habe gar keinen Bock auf das Patch-Notes-Video, Mann. Das wird morgen einfach krass so. Ja. Es wird Arbeit. Ja, wie gesund bist du denn wieder? Bist du jetzt wieder so gesund oder? Nee, ehrlicherweise nicht. Also gestern war der erste Tag, der nicht scheiße war. Aber ich merke schon so, ja, also es ist besser, aber ich bin noch nicht so richtig gesund. Aber ich mache jetzt quasi nur bis Donnerstag. Und dann mache ich die Ogertage 4 Tage. Die Ogertage. Die Ogertage. Da freue ich mich drauf. Da werde ich dir auch nochmal schreiben. Ja. Nee, habe ich schon, oder? Nee. Ja gut, lade ich dich herzlich ein. Und danach bin ich mit Kimi weg. 5 Tage. Klingt doch auch nach einem schönen Plan eigentlich. Ja, bin ich eigentlich sonst sehr zufrieden insgesamt. Du bist doch Disco-Enjoyer, oder nicht? Ich bin eigentlich Disco-Enjoyer, ja. Wenn ich jetzt Disco gehe? Ja. Ist fein? Ja, ich spiele das persönlich nicht so früh, ich weiß nicht, wie gut das im Early ist. Auch nicht. Aber wir können auch verlieren, ne? Ich habe hier Hardsteel. Ich weiß doch nicht, wie Hardsteel in Double Up funktioniert, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß vieles nicht in Double Up, muss ich zugeben. Twitch-Ad, weiß das wer? Ist der mit Headliner, kann ich drüber schicken? Nee, das habe ich eben mit Maxim schon getestet. Okay. Okay, ich habe Hardsteel. Ich muss ja dann zwischendrin wie sie im Hardsteel aufmachen. Dringend wissen, wie es läuft. HC in Double Up ist absolut broken, bekommst gleiche Stacks, verlierst weniger Leben. Und? Ja, aber was ist denn, wenn Johnny gewinnt und dann auf mein Board kommt? Ja, dann verlierst du. Nicht auch trotzdem, oder nicht? Was hast du denn? Ich nehme den Scheiß einfach. Okay, und jetzt Units. Gehen wir einfach beide Hardsteel? Nee, schick mal den Hardsteel drüber. Nee, ich hab ja auch. Wir haben genau dieselben, du Otto. Ja, ich brauche aber jetzt dringend eine. Ja, ich ja auch. Roll ich jetzt dafür? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Ich roll dafür. Aber du musst ja eine Streak-Cost finden, Brudi. Ja, 15% Chance. Das muss doch mal drin hängen. Ja. Oder was? Also. Also, wenn du gegen deinen Gegner gewinnst und auch wenn er mit rüberkommt, solltest du. Ja, klar. Okay. Hey, wir spielen einfach beide Kackboards. Bruder. Ja, ich kann doch nicht. Ich habe schon nicht so gut aufgebaut. Wir haben ja auch im Moment noch keine. Wir haben sowieso noch keine. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Bums. Boah, ich könnte auch 8-Bit spielen, ne? Ja, also jetzt HC zu contesten, ist eigentlich Schwachsinn, ne? Aber wenn ich 8-Bit spiele, dann komme ich zu oft auf dein Board. Ah, weiß ich nicht. Ja, weil auch immer du tust, ich ziehe hier durch. Wir machen ja keine Gefangenen. Aha. Ich habe ein bisschen TFT gespielt sogar. Immer mal wieder eine Runde. Ja. Und ich würde sagen, ich bin auf einem guten Emerald-Level, ne? Ja. Ich fand dich beim Turnier auch gut, bis du halt Cutter gespielt hast. Das konntest du nicht. Aber das war ein Ego-Ding. Das heißt, das konntest du nicht. Ja, das war ja ganz furchtbar. Ich hab dann mal geforst, das war bewährt, aber sonst. Ja, ich spiele ja scheinbar Double Win. Ich akzeptiere das jetzt einfach, dass das so ist. Ja, wir gehen einfach. Ich meine, Hardsteel ist ja generell in späteren Stages besser. Ja, hast du nicht sowieso mal gesagt, mit der Hardsteel am Anfang fand ich das gar nicht so gut? Ja. Also, ja, mach ich auch. Ausnahme ist ziemlich genau dein Augment, aber kein Problem. Ich
Ich brauche dringend jetzt so eine Unit. Verstehst du das? Ja, also das habe ich verstanden. Ja. Weil wenn du sowas hittest, dann will ich das sofort haben. Mhm. Also wenn du sowas hittest, würde ich es auch super gerne sofort haben. Was? Warum nein? Ich habe das Augment. Ja. Du Otter. Ein Otter? Safe ein Otter. Okay. Dann würde ich jetzt auch leveln. Und wir gehen beide Level 5. Und ja, ich muss halt hitten. So, da bringt ja, alles nichts. Ja, man muss da auch mal ein bisschen risikobereit sein, einzugehen. Und wo, was willst du denn spielen überhaupt? Nicht Hardstyle. Hardstyle. Das ergibt ja gar keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig contesten. Hä? Wir unterstützen uns ja gegenseitig. Will ich nicht. Doch, doch. Ich schick dir dann irgendwann meine guten Hardstyles. Und dann hab ich die schlechten. Ist gar kein Problem. Du kannst machen, was du willst, aber auf jeden Fall, ich brauche das. Was, weißt also du, Otter bei mir sind ist eigentlich ganz süß, ne? Das war eigentlich voll die Liebebeleidigung. Ja, ja, Otter sind süß, aber auch ein bisschen... Echt, sind Otter sehr süß. Ja, Otter sind schon, glaube ich, so, wenn ich... Wenn wir so zusammen im Wasser liegen würden und nebeneinander schlafen, schon... Und so Händchen halten, ne? Damit man nicht ja. wegtreibt. Das ist schon genau. Zucker, ey. Schon 10 von 10 süß. Da ist ein Set, ne? Und ein Jone. Wir haben ich zwei. Vielleicht kriegen wir beide. Kannst du sagen laut? Vielleicht, das, doch, doch. Vielleicht gucken die zu. Komm, nimm doch den Set. Nimm ihn. Bitch. Oh. Boah. Ah, gut. Boah, gut, kann man nee. Könnte ich jetzt nichts für. Ah, nimmst du jetzt auch noch Crit weg als Belohnung? Super, danke. Was nehme ich jetzt? Aber gar nichts. Junge, kann ich bitte jetzt einfach das hitten oder was? Jetzt gönn doch. Jetzt gönn doch. Ja. Ah, Hardstyle Aphelios. Let's fucking go. Ja, sehr gut. Krass, ne? Schon, ja, ich bin ein bisschen neidisch. Muss ich noch Gold holen dafür. So, jetzt geht die. Jetzt fährt der Bus nämlich. Bis nach Mexiko. So, das heißt natürlich nicht, dass hier Stopp ist mit Hardstyle schicken, ne? Ja, aber dann geht die nächste Hardstyle-Unit jetzt erstmal an mich, ne? Ja, bis ich 5 haben kann. Und dann muss er zu mir. Ja, wir schicken uns die so hin und her. Die ganz klassische Double Hardstyle Full Win Streak, komm. Ich weiß auch nicht, warum diese schwache Boards haben, die anderen. Vielleicht, weil das völlig unranked Accounts sind. Aber wer weiß das schon? Tatsächlich, ne? Ich habe gerade einen Level-Up gespielt mit dem Set. Ja, ich habe jetzt 2 Runden mit Maxim gespielt. Yes. Oh, na dann. Ja. Hast du eine HC-Unit für mich? Nein. Also, fehlt es, wenn das ja selbst. Ja. Die wollen einfach nicht, habe ich das Gefühl. Ja. Kannst du mir trotzdem den Cassanta 1 schicken, damit ich einen Cassanta 2 habe und nicht verliere? Danke. No problemo, por favor, sagt man in Mexiko. Uff, hier hat jemand einen Garen-Headliner. Ich glaube, ich verliere trotzdem. Scheiße. Das sieht gar nicht gut aus. Kannst du mich retten? Nee, nicht schnell genug, glaube ich. Oder? Ja, unless? Ja. Ja. Ja, geil, aber schönes Positioning, Aphelios. Ja, ja. Oh, okay. Aber ist nicht viel guter Scheiß rübergekommen, ne? Nee. Komm, Aphelios, zeig mal, was du kannst jetzt. Ja, geil. Ja, nice. Maschine. Sehr gut, well played von dir. Bedanke mich für den emotionalen und auch tatsächlichen Support. War gut von uns, oder? Ich glaube, irgendwie schon. 5 Wins mit Hardstyle, mega gut. Es ist sogar tatsächlich, glaube ich, einfach insane. Boah, ich glaube, es wird krass. Also du wirst einfach, wir besorgen dir irgendwie Hardstyle 10 und ja. Dann wird es komplett absurd. Darf ich dir sagen, dass ich mit Hardstyle immer verliere, weil ich das Spiel nämlich gar nicht kann? Ja, ja, eigentlich. Aber das ist kein Problem. Also ich brauche jemanden, der am Anfang stark ist und wo ich später nicht swappen muss. Ich kann TFT gar nicht. Ja, aber ich kann dir ja ein bisschen Comps zeigen. Wie das vereinfachen. Ich habe heute den ganzen Tag bis jetzt nur Hardstyle gespielt. Ich bin richtig im Flow. Ich will die beste Tank-Itemization, weil das struggle ich mal ein bisschen mit. Ich finde dieses Crit-Item auf Rüstung insane. Ja, es ist auch das Beste.
Steadfast Heart, ja. Also zum Beispiel das, was ich jetzt hier gebaut habe. Das ist halt so, du kannst halt aus jedem Bullshit Tank-Items bauen, aber ich würde sagen, das ist probably vollkommen S-Tier. Andere auch? Ja, I guess. Sunfire ist auch mehr wert als Warmox mittlerweile, ne? Ja. Hier, an deiner Stelle würde ich jetzt Instant Sunfire slammen. Alles klar, Herr Kommissar, dann rein da. Achso, ich muss hier Level pushen, ne? Ich bin nicht stark. Pushe ich auch Level, weil ich noch andere Charaktere suche? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Ja. Ich hab mal früher gedacht. My bad. Ich habe irgendjemanden, ich spiel's gegen jemanden, dessen Partner ihm gesagt hat, dass er leveln soll. Ja, okay. Also ich gewinne hart, weil ich werde mit allen Units kommen. Ja, nicht wieder. Ah, mach dir nicht ins Hemd, ich bin ja da. Hallo. Holy shit. Level 9 gepusht, oder was? Ja, mal ganz, ganz geschmeidig. Vielleicht ein nicht mal 20er Cashout, cool. Nee, warte mal, ist ja noch eine Runde. Level 9 kommt safe, oder nein? Oh, doch. Yes, baby. Yes. Na klar. Level 9 erhältst du 50 Erfahrung und 10 Gold. Er ist schon sehr bad, glaube ich. Ja, kannst du mir viel erzählen. Wenn du jetzt ein Set hast, will ich ihn haben. Okay, warte. Ich habe Recomp. Nehme ich den ja, ne? Bin hier schon, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja, das ging leider gar nicht gut. Er gönnt, Mann. Er gönnt. Geil. Ja, bei mir hat er jetzt nicht so gegönnt. Saftig. Das hat sie 5, ne? Super. Ja, ich hab durchgespielt jetzt. Okay. Ich winzige trotzdem noch, ne? Ja, ist doch voll okay. Das Stück hier auch. Komm, mach auf die Buchse. Zack. 6 Gold. Freue ich mich. Sehr sogar. Interessant ist nicht die Unit, die man Tank-Items geben möchte, oder? Nee. Sei denn, du kannst den Safe neu bauen, aber. Also, ja, also am Anfang habe ich es jetzt sowieso gemacht, aber. Also ja. Später möchte ich das Set geben einfach. Ja, ich spiele eigentlich fast immer Echo Senna in dem Setup. Und gibt es dann Echo. Und hinten spielt man in den meisten Comps irgendwann Blitzcrank. Ja, wir sind schon ein witziger Haufen hier. Ohne dich einfach schon wieder verloren, aber we take it. Wir merken uns, wenn wir unranked Accounts haben in Double Up, do not go for Hard Steal, my friend. Doch, das ist mega gut, wirklich. Also, du kriegst ja viel mehr Stacks in späteren Stages. Wenn du dann noch den HP-Puffer hab, ist halt insane, ne? Dann kriegst du ja viel mehr Damage so. Ja, aber wenn du hast ja trotzdem Stable Board, du verlierst ja nicht auf einmal 25 AP pro Fight. Weil dein Board ist ja trotzdem decent. Das überlass mir. Ja, gut. Ha! Winter wurde es für deine Hoffnungen und Träume. Stark. Ich habe über Recorp einfach einen Twisted Fate 2 geholt. Oh, okay. Aber ich gehe natürlich trotzdem hart sehen, ne? So wie sich's gehört. Will den doch, der will dich doch auch. Bei Übungspuppen, Schmiedekomponente. Warte, du musst lauter reden, ich höre dich nicht. Bei Übungspuppen, ja. Schmiedekomponente, Pfannenwender. Pfannenwender. Da kann ich ja Hardsteel draus machen. Das ist gut. Neidisch. Was? Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, okay. Neidisch.
König schon. Agnar 2 schon besser als Poppy 1, ne? Ja. Naja, Agnar ist schon sehr, 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 ein sehr kranker Typ. Wenn ich dir was schicken sollen wollte. Ja. Was wär's? Set. Ein witziger Typ, ne? Oh, weiß nicht. Mal gucken. Ich habe noch keinen Headliner in diesem ganzen Spiel gezockt. Mach ich auch immer. Ist übel gut. Ja. Aber auch einfach kein Bedürfnis, ne? Wie sind hier die Headliner unseres Lineups? Gesprochen wie ein wahrer Influencer. So ist es. So, das heißt, damit haben wir schon mal ein Hardsteel-Emblem. Also, im Best Case haben wir beide Hardsteel 10. Ich kann dir geben, 4-Cost-Champion und 4 Gold, Component-Anvil, Thieves Gloves oder 3 Tier 2 Champions. Was nimmt man da? Sinnvollerweise? Hm. Ich würde wahrscheinlich die Achso, warte mal. Nee, ich würde Thieves Glove für den Nah nehmen. Nee, dann gib mal die 4 Gold Champions. Na klar. Den 4 Gold Champion. Ja, weißt du, du musst einfach. Oh mal. Mein Gott, du bist so. Das halt, ne? Willst du den Set? Bringt das Set was für dich? Ja, nein. Ach nee, du willst nur für 2 pumpen. Doch, nee, ich brauch den noch nicht. Ich bin erst Hartz C3. Ja, dann ist doch chillig. Ich bin noch ein Opfer. Pass auf, dann nehme ich doch jetzt in Aphelios schon raus, oder nicht? Nee, du willst ja Hartz C7 spielen, ne? Zu. Na klar. Also jetzt würde ich verstehen. Ach, soon. Ja, ne, ja. Also du brauchst ja. Okay. Ich nehme meistens Yone raus, ne? Ja, ja. Ja. Aber ich finde Senna halt cooler als das meiste andere. Aber Senna ohne Item und ohne True Damage wahrscheinlich nicht so. Und schon. Gegner reicht's. Ja, ich verliere hier deutlich. Ah, wenn der Thresh nochmal hookt. Oh, Legende der Mann. Was will die Annie denn hier? Ja, läuft überragend. Ja, wenn man zwei so Koryphäen wie uns dazu holt. Jetzt habe ich Hardsteel Aphelios. Let's go. Ja, stark. Ist schon sehr witzig, dass wir einfach exakt dasselbe Board spielen. Und es einfach erfolgreich ist. Boxbox-Statement habe ich nicht gelesen. Aber ich muss was sagen, ich habe das ja alles mit Leak schon durch, dieses ganze, das Spiel ist scheiße, das Spiel stirbt, rumgeheule und ich kann es nicht mehr hören. Muss ich mir jetzt nicht auch noch einen TFT geben. Alles Kackloser. Wirklich. So, beste Itemization von Ezreal, hit me. Ich finde Red Buff sehr geil. Blue Buff ist gut. Ja. Ja. Also, aber ich meine, jetzt einfach ein Tränchen. Komm mal. Ja, mal also Spear ist schon bad, also. Ja, ich mach dann Blue Buff draus. Ja. Das ist doch kein Problem. Dann Infinity Edge ist eigentlich immer das absolut Beste auf ihm. Mhm. Damit wird er eine richtige Maschine. Und das Whisper ist nicht gut auf ihm, oder? Ja, das Problem ist, von Spells Applied as Last Whisper wird nicht beim Hit selbst mitgerechnet. What? Also wenn er alle ultet, dann haben sie danach weniger Armor, aber nicht beim Hit selbst, you know? Ah, okay. Und das macht es dann schon deutlich unattraktiver. Ja, mega. Das ist vielleicht aber auch ein Thema, was man hinschreiben könnte, oder nicht? Ja, ja, ja. Habe ich auch vor, glaube ich, 2 Wochen gelernt oder so. Naja, das hast du uns hier eingebockt, ne? Mit. Das war ich, ja. Ohrenartefakte? Für jedes Item? Was meinst du dazu? Ist cool. Also ist ein bisschen Abfuck, ne? Aber. Ach komm. Bin ein witziger Typ. Was sind die besten Radiant Items? I don't know. Was ist denn jetzt aber dann gut? Nichts hiervon ist schon mal. Beauty Force ist ein Item auch fast oder nicht so?
Sicherlich, ja. Oh, das war ein Fehler, glaube ich. Oh, Mann, das verlieren, würde ich sagen. Verliert, glaube ich, jetzt einfach. Ja, also Sonias ist das beste Item, tatsächlich. Auf wem? Auf Kane später, oder nicht? Auf Kane ist es giga-insane, ja. Da sehe ich mich halt auch. Das ist halt kein Reforger, ne? Ist ein bisschen unangenehm, das jetzt zu verteilen. Ach, ist der Reforger, den Bums? Jetzt rollen, ja, ne? Oh, so dumm. Deren Boards sind fucking weird. Die investieren Gold und haben dann trotzdem kein Board. Okay, jetzt noch ein bisschen mehr Flame. Aber recht habe ich auch. Ich verloren und dich. witzig. Ja. Aber gut, ich muss auch sagen, dieses Orn-Augmente-Ding, da musste man natürlich auch einfach mal sagen, dass das scheiße ist. Also, ist schon cool, aber man muss halt schon sehr viel wissen, ne? Ja. Das ist scheiße für mich, ja. Ja. So, ich brauche einen Giant-Spell, aber der ist leider auf dem Duschen, ne? Natürlich unangenehm. Das sagt Dangly Balls auch. Hm. Kannst eigentlich egal sein, was ich nehme, ne? Oh. Hm. Schon AP-lastig der Bums hier, ey. Ganz schön AP-lastig. Ich weiß wirklich auch noch gar nicht, was das hier ist, aber ich habe jetzt auch endlich HC5. Ich meine, wir können ja mit vereinten Kräften für Esri's Three-Star gehen, ne? So Ideen hätten wir ja. Wenn die Gegner so lange durchhalten? Ja, wir können halt irgendwann unser Board schwächen, damit wir HC-Cashouts kriegen. Du bist ja so ein schlechter Mensch. Hey, warum? Du musst schon ein bisschen Spaß haben. Können wir eine Runde spielen, wo wir beide 100% haben? Ist auch witzig. Aha. Also ich zum Beispiel, ich level jetzt auch noch hoch bis Stufe 9. Einfach nur, um die kleine Mistmale zu erklären, dass Stufe 9 Augments toll sind. Ja, okay. Aber da musst du ja auch Stufe 10 gehen, ne? Weil ich krieg ja 50 XP, ja, mach ich das. Ja, ja, da musst du halt auch noch 10 gehen. Ah, also was kostet die Welt, sag ich mal. Ja. Und dann fehlt mir das Gold, um diese super teuren Units auch zu kaufen. Nein. Ich meine, wir können ja irgendwann einfach weak werden. Wir sind ja fein damit, ne? Wir wollen ja dann... Ja, also wenn ich alles in Level ausgebe, werde ich ja automatically irgendwann weak, hoffe ich. Ja, ja. Und ich glaube, ich verliere hier. Weil das sieht echt strong aus. Das ist dieser TF-Spieler, den ich eben gemacht hätte. Ja. Der nimmt mich jetzt auch hops. Hätte ja, glaube ich, auch gerade gehops. Natürlich jetzt nicht das, was ich hören wollte an Unterstützung, aber in Ordnung. Ja, ist gut im Verlieren. Du hast doch gerade eben noch gesagt, das ist voll schön, ich verliere. Ja, jetzt nicht vielleicht 4-6, ne? Also... Oh, schade. Okay. Da haben wir unsere ersten großen Cash-Outs. Katsching. Pinlocket.
Oh, mit Mana Mune. Safe gut auf Astral. Ja. Habe ich eben gespielt. Fand ich ganz witzig. Rein. Rein. So, HC7 fehlt mir Set und Kane. Wir sind mit dem Giants Build, right? Danke, Riot. Okay, dann rolle ich jetzt aber, ne? Hast du ein Set, den du mir schicken kannst? Hast du einen übrig? Nee, ne? Nee, leider nicht. Hm. Was mache ich jetzt? Nee. Nee, da müssen wir jetzt chillen, Leute. Trinity Force, die ist ein Item für Astral oder nicht so? Gibt halt alle Stats, ne? Aber ist, oh, ist schon okay. Ist okay, mach ich einmal, komm, einmal. Nur weil es dem League of Legends Bild einfach sehr nahe kommt. Ja. Finde ich okay. Finde ich auch okay. Oh, von beiden Seiten kommt die Hilfe sehr früh. Hallo. Hallöchen. Ich weiß leider nicht, wer wir sind. Wir sind rot, ne? Ja, viele Champions bleiben einfach stehen. Cassandra zum Beispiel sind mehr so der Voyeur. True, ja, aber Cassandra ist, als der von dir auf mein Board kam, auch einfach stehen geblieben. Mhm. Ich glaube, das ist ein Cassandra-spezifisches Problem. Ein Tomb Artefakt, of Trades. Ein Artefaktgegenstand. Pfannenwender und Schmiede. Pfannenwender und Schmiede. Na, aber Komponente. Ja, gib her. Nein, Riot hat mich betrogen. Dann level ich jetzt nächste Runde wieder, kein Problem. Das ist jetzt aber belastend. Na gut, komm, dann wollen wir jetzt auf 9. Wie auf 9? What did you do better than I did? Weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest nichts gehittet. Ach, du hast ja auch kein Gold. Okay. Ja, jetzt. Ja, ich habe jetzt auf 9 gerollt, weil ich HC7 hätte hitten können. Und ich dann gleich eine Ausrede habe, warum ich dir nichts Teures geben kann. Aha. Ehrlicherweise ein bisschen vercheckt. Aber mit der Ausrede ist es besser. Was mit seiner Kate? Dankeschön, Black Shadow. Nochmal gewonnen gegen Dangly Balls. We love it. Tomb of Trades und Reforger, Thief's Glove, 3 Components oder Reforger? Ich hab so lange kein TFT mehr gespielt. Ja, ich bin das Beste. Das wollte ich nicht. Muss ich eine Runde warten oder nicht? Nee. Ich hätte eine Runde warten sollen, oder? Nee. Hast du Hardsteel? Nee, ich hab nur Scheiße. Na gut. Also unironisch. Nur Kacke. Na gut. Fällt mir nichts Cooles ein. Oh, ich kann reforgen, ne? Und dann komplette RNG reinwalten lassen. Ja, ist doch gut. Das mache ich aber nicht. So Klamotten. Doch, aber da musst du eins nehmen, was man forgen kann. Weil aus Forgebaren kommen nur Forgebaren. Kann man, aber ich kann doch das. Hat's dir das Forgebar? Raufbold nicht? Nee. Nein. Halt dich zurück, meine Kiana muss den Last Hit machen. Mann. Hat sie? Da war zu viel Action. Weiß es nicht, aber. Vorher noch eine Component. Embleme Double Up nicht reforgen, da ist dein Bug. Das wird zu ein bisschen Maß und verschwindet dann komplett. Okay. Spannend. Respektiere ich.
Wie Smurfs-Account, Leute. Man beginnt ja immer wieder bei Null. Was soll man machen? Okay, ich glaube, wir müssen jetzt schwächer werden, ne? Okay. Aber ich kann meine Kiana leider nicht sehen, weil die muss hier Last jetzt machen. Der Bug kommt nur bei Pandora's Bench, also alles gut. Achso. Ja, dann kannst du doch reforgen. Zweimal Mana Sahne auf einem ist nicht gut, ne? Das sind so Fragen, weißt du, mit denen habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt. Aber ich meine, klingt doch witzig. Ich glaube, die kennst du nicht, halt, gehen es nicht aus. So. Du willst nicht einfach das Doppelte an Mana kriegen. Ich glaube schon, aber ich glaube, du kannst es einfach nicht nutzen. Weil dein Mana-Pool nicht stark genug ist. Das ist schön, wenn wir das gleiche meinen und völlig verschiedene Dinge sagen. Ja, ist crazy. Okay, wie schwach hast du dich denn gemacht? Ich habe actually gar nichts geändert. Die hat einfach stark geworden. Okay. I don't know. Aber ich habe meinen ersten ordentlichen Cashout. Ich bin Stufe 10, da wollten wir hin, ne? Scheiße, die haben nur Gold bekommen. Und einen Duplicator. Was ist denn das für ein Schlag ins Gesicht? Also ich habe einen Kane gekriegt, aber nicht mit dem richtigen... Nein. Also ich muss sagen, Kane nicht mit dem richtigen... X-Fungs will ich nicht. Na gut. Können Sie Lauitz nehmen? Als Chosen? Ja, du willst ja jetzt schon Hartz die weiter stacken, ne? Ja, richtig. Ich werde einfach für Kane gehen. No matter what. Ja, mit 2% Chance. Ah ne, auf 10 hat man mehr, ne? Ach. Laue kann ich das hier geben. Das hier. Geh jetzt doch dann auch ein bisschen. Oh mein Gott, meine erste Component. Es ist die falsche. So läuft der Hase nämlich. Jetzt geht's richtig ab. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Jetzt frag nicht nach Sonnenschein, sag ich dir. So, und wofür gehe ich hier? So. Oh. Zack. Zack. I think we done. Hast du noch einen Aphelios übrig? Nee, leider nicht. Aber ich habe 10% Chance auf Zweier. Also ich gehe für Estuary 3. Kannst du gerne machen. Ah, ich habe ihn gehittet, oh gut. Den Estuary 3? Nein, den anderen. So. Viele Items. Damit. Ist vor mir. Mann, ich krieg einfach nicht. Nee, kein Giants Bild. Reset. Kannst du mir einen S3 gleich schicken? Ja. Okay. Hast du Illaoi? Illaoi 2 habe ich schon. Ja, ich könnte Illaoi 3 machen vielleicht. Warte, ich räume mal runter. Ja, schick mir mal einen Ezreal. Ja. Schnell! Ja. Yeah. So. Na gut. Bin einfach immer, oder? I guess. 2300, ja. Mit dem Super Spear ulte dann noch 2 Ults. Ja, kein Big Shot, ja. Ne? In alleine macht alles von mir nein. Hallo. Hi. Ja, GG.
GG! Spiel einfach beide Hardsteel. Meta auf Winning gecrackt. Streaks. Auf Full Win Streak. Und Gewinner mit 93 HP. Direkt indirekt hoch auf Eisen 1. Ist der Wahnsinn. Warum bist du denn Eisen 1? Ich habe jetzt 3 Games gemacht und bin Eisen 1. Oh, ich bin auch wirklich auf dem falschen Account. Na gut. Naja. Den mache ich Unranked to Master. Na gut, ja, das war eine weitere Folge Double Up, diesmal mit Pöggi. Schaut doch bei dem vorbei. Ist ein super attraktiver junger Mann. Hallo. Peace. Euer Johnny. Peace. Tschüss.